Und zwar, als ich die Karte aufgemacht habe, ne? Aber okay, lass weitermachen jetzt. Geht jetzt? Muss. Okay. Führe. Hast du gestanden? Wieso ist? Weil ich gar keine Lust habe. Ganz einfach, weißt du? Wie sieht denn die Leiste bei dir auf der Karte? Ich mach die Karte nicht nochmal auf. Jetzt hat sie zweimal abgepackt, abgekackt da. Echt. Okay. Nur wenn ich die Karte aufgemacht habe, ist abgekackt. Deswegen sollst du ja führen. Sei froh, hast du mal ein bisschen Verantwortung hier. Ich trage viel Verantwortung in meinem Leben, also. Ne? Ich rede ja von hier jetzt. Falsch. Oh. Ja. Das klang so, als wäre, sind sie wieder Probleme mit ihren Anschlüssen. Schöne Sache, wenn die Rechner auseinanderfallen hier. Was macht die da? Hallo? Oh mein Gott. So, ja, technische Probleme. Warum auch nicht? So ist das halt, wenn man mit dem Rechner spielt von 2005. Nun ist Millennium Edition drauf hat. Alter, kriegt die das noch hin heute? Oi, oi, oi. Und wie geht's euch so? Gut, ja. Schön, schön, schön. Stirbt die jetzt? Explodiert der Rechner? Ist sie kurz vorm Ausloggen hier? Oder was ist? Hört sie mich überhaupt noch? Ich glaube, dann machen wir mal eine kurze Pause hier. Ah, so ein Scheiß, ey. Ja, habe ich mir schon gedacht. Was hast du dir gedacht? Was du gerade gesagt hast. Ja. So, man hört dich wieder. Das ist sehr schön. Nicht wahr? Hier durch mich nehmen. Nee, ich muss dahinter das Erz. Oh. Ja, hallo, was? Komm, ich bleib da auch stehen, wenn du da dein Leder lederst. So. Nimm dein Leder. Ja? So bin ich. Irgendwie riecht das in der Luft. Ich weiß nicht. Ich weiß, wer das war. Mhm. Ach so, wir müssen nachhin, ne? Das Erz, warte. Wollen wir den, ja? Willst du Leder haben? Ja, müssen wir, ne? Weil. Was für eine Delikatesse, nicht? Oh, guck mal, hier ist so ein Zeug. Wir brauchen. Ein Stein. Ach, jetzt hast du den weggenommen, okay. Dann dauert es ja noch 1000 Jahre bei mir. Nimmst den nächsten. Sieht aus, als ob das hier wäre. So, dem, ja, den nehme ich jetzt auch.
Und auch den da drüben. Dann nimm den da drüben. Ich muss was wegbringen. Also wegmachen. Oh, fuck you. So. Jetzt macht sie erstmal die Katzenkacke weg. Das wollte sie nämlich nicht sagen. Zieht immer so schön durch die Wohnung, wenn die mal abmockern da, die Viecher. Ist einfach nur herrlich. Also kriegt man wirklich Brechreiz vom Allerfeinsten und also schlimmer als so ein Suffschiss klingt, stinkt das? Klingt das? Das klingt doch eklig. Und so flatsch, flatsch, flatsch. Titten, was will er denn jetzt? Aber so ist das mit den Viechern. Hey! Mit welchen Viechern? Ach, ich hab doch einfach erzählt, um was es ging. Ja. So. Weißt du, ich glaube, diese Mana-Splitter sind jetzt nicht super wichtig. Ich glaube, die sind nur, weil man die abgeben kann vorne bei der Trulla, wo wir standen gerade. Die kriegt man auch beim Loot. Also, die sind schon für den Ruf gut. Ja, na, hier kriegt man sie aber auf jeden Fall, kriegt man auf jeden Fall mal 10. Ich glaube, beim Looten kriegst du nicht 10, oder? Hm? Ja, ich bleib schon stehen. Du schaffst das ja. Klar. Einzig Blöde ist, dass beide, also egal jetzt ob diese Steine oder so, die werden immer als werden immer als Vorkommen angezeigt. Für mich sieht immer aus wie Erzvorkommen. Was macht der denn da? Oi wei, was ist los hier? Weißt du, was ich glaube? Was? Wir müssen uns irgendwann neue Rechner zulegen. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt versuchen wir mal, hier muss man irgendwas machen. Hier müssen wir irgendwas machen. Erkundet ja, die Arno, Dings da sind. Okay. Ist das hier ein Innie-Eingang? Was für ein Innie ist das? Ach, guck mal. Auf der Karte. Auf den Schalter stellen hier. Okay. Das ist keine Innie. Das müssen wir erkunden. Aber ich. Guck mal. Letzte Worte. Aber da ist jetzt. Kommst du rein, oder? Hier wird mir irgendwas angezeigt. Jo, hier drauf musst du. Hab ich schon. Ich muss mit der Alten jetzt sprechen. Ach so. So, hab ich. Ah, das Symbol kenne ich. Dein Rekrutierteil ist jetzt also. Jetzt in die Mitte. Sind wir schon so verzweifelt? Also gut. Ach, das ist jetzt auch. Ja. Und da müssen wir diese Lichtstrahlen verschieben. Jede Magiequelle nutzen, die sich uns bietet. Mach mal. ich lasse dir mal den Vortritt. Ich weiß nicht, ob das so. Das sind zwei Wege, wo keine Ratten drin sind. Und diese Energiedinger, die da rumfliegen, die sind ja für Schnelllauf. Aha. Weil hier müssen wir gleich viel laufen. Scheiße. Euch. Hier ist auch so ein Zauberschutz noch gewesen. Oder? Beide Strahlen müssen auf Dings da zeigen. Auf dieses Ding hier. Ja.
Ja, hier kann ich nichts abgeben hier. Ich auch. Aber das ist ja. Das ja, erste. Das ist das Mondsiegel, Sternsiegel, jetzt, aber nicht jetzt geht's. Jetzt geht's weiter, ne? Okay, jetzt soll ich raufklicken hier oder nicht? Ja, klick mal drauf. Umschalten. Aha. Jetzt geht's hier bei den Ratten. Also wieder umdrehen oder was? Nee, nee, du musst nicht zu den Ratten. Weiter wieder da drüben. Mhm. Das zeigt da drauf. Jetzt müssen wir das andere umdrehen. Warte kurz. So, jetzt siehst du, eins können wir aktivieren. Noch. Zählt das auch für dich? Ja, ich glaube nicht. Der Mondsiegel? Nee. Echt nicht? Mhm. Kannst du das hier anklicken? Hier? Nee. Doch jetzt. Ja. Ist da? Jetzt müssen wir die. Ich weiß nicht, ob das nur reicht. So. Obwohl, hier steht bei mir überall null. Aus irgendeinem Grund. Die Ratten, nein. Jetzt bist du schon wieder da. Ich habe das eine, habe ich jetzt umgedeckt. Also ich weiß nicht, für mich ist alles auf null. Jetzt hier anklicken, hier. Ich kann da nichts klicken. Da ist kein Strahl drauf. Ich muss hier irgendwas machen. Du musst beide Strahlen drauf haben. Auf eins. Ja. Dann sag also, mir das doch. Blau und rot. Ich dachte mal. Nee, du hast so gesagt, dass ein Strahl drauf soll. Blau dachte, und das rot. Das ist halt auch für dich, deswegen. So muss ich den wieder umschalten hier. Mhm. Die Ströme sind ausgerichtet. Aktiviert nun das Siegel. Okay, jetzt kann ich noch was. Gute Arbeit. Elfen habe ich jetzt. Ich habe Elfen. Das ist ein beknackter Scheiß. Das ist echt beknackt. Das andere ist hier ist das Mondsiegel. Das muss ich jetzt auch noch, oder was? Wenn du das nicht fertig hast, dann musst du das. Ja, ist das Gegenüber? Das meinte ich. Das weiß ich nicht. Hier ist Tiersiegel. Ja, ich bin jetzt gerade hier. Also. Welchen brauchen wir denn noch? Den hier. Hm? Also irgendwie funktionieren diese Ausrichtungen nicht so, wie ich sie gerne hätte hier. Da muss man da hinten auch noch immer hin und dann rumfummeln da, ja. Oder was? Was für eine Kacke, Alter. Hm. Guck mal, schrottige Quest. Ich hasse so eine Quest. Ich mag sie auch nicht besonders. Tun, dass man das, dass das nicht für jeden zählt, wenn einer das macht. Ja. Jetzt habe ich auch dieses beknackte Tiersiegel. Hier ist Elfensiegel.
Habe ich schon, aber Mondsiegel fehlt mir. Also bei mir ist es fertig. Ich brauche was auf dieses Mondsiegel. Die Leuchten, die du brauchst, ein bisschen, ne, als Quest. Ich weiß ja, dass ich die hier brauche, nur das Umschalten, darum geht's ja. Kann ich dir leider nicht helfen. Wir kriegen das Blaue woanders umgeschaltet. Du musst ja wieder zurücklaufen. Da war doch nur eins. Die umschalten, oder? Nee, beide sind. Also wenn du hier läufst, dieser Richtung, wo ist dann denn? Ist das der Rosane, da wo ich stehe. Ja, dann muss ich erstmal zurückkommen. Ja, genau, das ist dieser Pinke. Ja, ich brauche den Blauen. Und dann musst du immer ausprobieren. Der Blaue wechselt aber nur auf Elfen oder Tier. Dann musst du zu den Blauen drüben laufen, hier durch. Boah, was für ein Abfall, wie ich das hatte. Ja, wenn man denkt, was das eigentlich für eine Zeitverschwendung ist, ja? Oder? Ja, aber solche Quests gibt's auch. Ja, der fickt nur Blizzard, echt. Was fehlt mir? Ach so, Mond. Scheiße, wieder umdrehen. Oh, jetzt geht er wieder auf Tier hier, echt jetzt. Fertig? Ne. Ich brauche noch diese behinderte Mondsiegel. Mann, ey, diese Programmierer sollten man erschießen nicht. Was ist eigentlich mit den Ratten? Was ist daran so schlimm an die, an den Ratten? Weil da musst du kämpfen, dann hast du. Nee, nicht Ratten, sondern Spinnen. Wieso? Das hält dich nur länger auf. Halleluja. Fertig. Ja. Die Station läuft wieder. Jetzt können wir die Kacke abgeben, echt. Von hier aus wird verfeinerte Leylinienenergie nach Schalavan fließen. Wir müssen nur zu. Was der Fuck macht. Okay. Die Kacke hier. Ihr könnt gehen. Ich werde allein nach Schalavan reisen. Ich hätte irgendwann mal meine Taschen lernen sollen. Wo geht hier raus? Wo geht mit mir raus? Süße. Wo bist du denn jetzt? Warte mal. Ich suche den Weg. Ja, ich. Ach man. Wollen wir zusammenspielen? Bitte? Was? Hallo. Hi. Ich glaube hier ist die alte gerade lange Rampe. Ich habe über 700 Artefakt gemacht. Schön. Ja, das heißt, ich muss das irgendwann mal ausgeben. Also verwenden, ne? Mhm. Hier sehe ich irgendwas ist hier. Wertvolles. Ach, ja. Hier, willst du den Splitter haben? Ich habe schon ein paar Mal eingesammelt. Nee, will ich nicht. Teufelschiefer vorfinden. So, wo bist du denn jetzt da? Okay, vierte. Wohin willst du? Ich kann nicht auf die Karte. Ich will nicht auf die Karte gucken, weil seitdem das jetzt zweimal abgespielt ist. Willst du abgeben? Mir ist das Wurst. Ich laufe da lang, wo du lang läufst.
wenn ich hier fertig bin. Ich lauf. Nee, du reitest. Ramon. Ganz schön viele Viecher hier. Darüber? Betrachtet 6 Seiten. Schutzzauber wehren die Verdorrten wirksam ab, haben jedoch keine Auswirkungen auf die Klein- und Wildtiere dort draußen. Die Nächte sind hier besonders laut. War rot hier, ne? Ich genieße jedes bisschen Schlaf, zu dem ich komme. Morgen muss ich mich nach Versuchsexemplaren umsehen. Hier haben wir schon mal eine Seite. What the fuck? Tag 9. Noch immer kein Erfolg bei der Kommunikation mit den Verdorrten. Dieser Fehlschlag hat nichts mit der Fähigkeit an sich zu tun, sondern lediglich mit dem erzielten Fortschritt. Wir können ja so langsam zum Ramob dann hinlaufen, oder? Ja, können wir. Hier ist auch noch eine Seite. Hier sind fette Ratten. Alle 110, ne? Gibt's da Rattenfleisch oder so? Ich weiß nicht. Seine arkane Essenz ist versetzt mit einer mysteriösen Mama. Ich nenne ihn Tee. Ja. Ne. Gut. Wir warten vielleicht nicht ganz. Ist hier Erz oder irgendwas? Ach, da drin war glaube ich so wieder so ein Mana-Splitter, oder? Nee, muss außerhalb sein, irgendwo. Nee, das ist, für die Quest, glaube ich, die Dinge. Wo heißt man, ne? Nee. Wo ist denn das Ding? Muss ja direkt hier sein. Also, Aber wird dir da was angezeigt? Ja. Irgendwie so ein Vorkommen oder so? Vielleicht war das drin. Eigentlich direkt hier. Okay. Also hier so. Das ist doch beschissen. Hier hinter? Wo haben die den Kack denn versteckt? Ach, den Scheiß drauf. Das wird zu doof jetzt. Wir haben auch genommen. Ich glaube, der reitet da auch hin. Guck mal, das ist ein Zauberschutz. Erstmal Ramok. Okay. Und Ruff.
Ups. So, hat er denn was Schönes? Echt jetzt? Das ist ja gar nichts. Wir sind ein uralter Mana-Brocken, aber sehr gut. Oh, da war ein Juwel drin. Gewinnt 100 uraltes Mana dazu. Zählt die auch für dich, wenn ich die aktiviere? Ja. Ist er verbuggt oder was ist das hier? Ich glaube ja. Tag 16. Durchbruch. Mit Terins Essenz als Basis konnte ich einen Zauber erschaffen und die Verdorrten beruhigen. Meistens. Wir werden verfolgt. Bleib nicht stehen! Schon wieder einer. Alter, halt doch dein Maul, du Nazi. Oh, ist schon. Der mich über die Verdorrten ausfragte. Ich sagte ihm, dass ich nach einem Gegenmittel forsche. Und er verschwand wieder. So, den hier. Einen brauchen wir noch. Hm? Scheiße, zwei Bäume. Jetzt ist noch ein. Gut, einer ist fertig. Eine Quest ist auch bei mir. Was fehlt jetzt noch? Ach so, die anderen Seiten. Mhm. Ach, hier ist auch noch einer und da hinten rechts auch noch. Tag 33. Wenig Arkwein. Terin macht tolle Fortschritte. Chalan bleibt stur. Kristalle sind immer schwerer zu finden. Ein riesiger Ettin war in meiner Werkstatt im Anwesen der Korallun. Habe ihn mit Magie verscheucht. Befürchte, er wird zurückkehren. Ja? So, abgeben, ne? Was denn los? So wird mir das hier angezeigt. Ist aber nicht unten, sondern oben. Warte, ich muss auf die Karte gucken. Was ist ja scheiß Bäume hier, ey. Warte, am Rama vorbei. Oh, so ein fetter wäre es, ey. Ui, ui, ich dachte mir, ja, was machst du? Weg hier. Oh, 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 oh. Oh, jetzt hat er mich. Einfach weiter reiten. Hier, geh mal am Stealth. Tag 50. Ich schaff den Zauberstein von Labadidus. Direkt hier vorne, überall. Und dieser endlose. Versuchsexemplare freigelassen. Ich kann sie nicht mehr beschützen. Ah, fuck, der läuft aber blöd jetzt. Läuft er zu mir hier? Mein Zauberstein. Jemand soll damit meine Arbeit fortsetzen. Und die Kündchen eben? Ah! Oh, fuck, ich sitze.
So, Stein ist da. Ja, das hat sich gerannt. Noch mehr Artefakt machen. Scheiße. Bringt blablabla zu blablabla. Und gibt noch mehr Artefakt machen. Alter Schwede. Dann. Oh Gott. Ja, irgendwo da, dann nehmen wir es auch gleich einen Rahmen auf. So mehr oder weniger. Ich würde hier, so, hier in die Höhle oder wo? Das sieht ja, aus, ich glaube da, wo wir. Da war gerade eine Höhle. Nein. Ich habe da ein Fragezeichen in dieser Höhle, komischerweise. Nee, wir müssen hier hin. Scheiße, doch nicht. Aber die ist doch hier, verstehe ich nicht. Nee, richtig, hier. Da. Was? Ja, hier muss er hin. Macht ja gar nichts. Ach, da oben bist du jetzt schon wieder. Also irgendwie. Wo oben? Wo bist du? Nicht bei dir. Ich soll führen, ne? Ja, dann aber ich gucke auf die Minimap, weil ich sehe das teilweise überhaupt nicht, wo du bist. Gucke ich auf die Minimap und plötzlich bist du eine Sekunde später, bist du woanders. So, als hätte ich, weiß ich nicht, als würde die Minimap irgendwie voll die Lags haben, so. So. Bist du schon drin, ja? Was denn? Bist du drin? Wo drauf? Drin! Wo drin? Hier drin. Ich klicke jetzt auf dieses Portal oder was? Oder nicht? Oder? Was für ein Portal? Alter, wo bist du nur? Wo bist du? Wo bist du? Oben? Ja, auf ich guck eben, Johanna. Was? Ich bin oben, da wo so ein Portal ist. Wieso bist du oben? Du sollst runter. Was für ein Wie? Runter? Ich hab dich verloren. Ich hab den Weg selber gesucht. Find ihn nicht. Jetzt bist du schon wieder unten, ne? Siehst du den Flugpunkt? Unten? Da war ich. Da ist mir aber das war auch nichts passiert für mich. Mir wird das hier an, also mir wird das irgendwo anders angezeigt. Ich auch ja, weil das da in der Höhle ist. Du kommst jetzt runter. Ja, fein. Jetzt siehst du mich, ja? Siehst du mich? Ja, genau da. Handling mit. Wenn ihr darauf besteht. Ich kann die Quest nicht abgeben. Die sagt mir, das könnt ihr im Moment nicht tun.
Weil wahrscheinlich die andere runtergeht und uns. Der Nachtbrunnen ruft mich. Oh, was würde ich nur für den Geschmack des Nachtbrunnens geben? So, jetzt. Für die Gefangenen die Objekte vorbereiten, während ihr unterwegs seid. Und Batrois? Chalazan, Tora. Es wäre klug von euch, den Fremden gegenüber nicht einfach die Nase zu rümpfen. Ohne ihre Hilfe wäre keiner von uns jetzt hier. Ja? Natürlich, erste Arkanistin. Kommt, wir können von hier unten die Zuleitung untersuchen. Die läuft so komisch mit ihren starken Armen. Habt ihr viel Erfahrung mit Leylinien-Energie? Ich bezweifle es. Erlaubt mir, euch die Grundlagen zu erklären. Tief unter uns fließen Ströme roher arkaner Macht durch die Lande. Die Leylinien sind unvergänglich, ursprünglich und unmöglich zu kontrollieren. Jetzt kann ich die Quest nicht abgeben. Und doch können wir den Leylinien Energie entziehen. Ach so, weil du aus einem Wolken. Seht hier, das